Wie addiert man nun mal zwei binäre Zahlen? Die Addition von binären Zahlen folgt dann absolut den gleichen Regeln wie für dezimale Zahlen und genau die gleiche Art und Weise, wie wir in der Grundschule das gelernt haben, genauso bauen wir auch das gleiche für binäre Zahlen auf. Man muss da ein bisschen aufpassen, was der Übertrag ist und das sehen wir uns doch mal zusammen an einem Beispiel an. Ich habe hier ein Beispiel vorbereitet bereits. Die 10110 soll mit der 00011 addiert werden. Es funktioniert genauso wie mit Dezimalzahlen. 0 plus 1 macht dann eine 0, macht eine 1 und es gibt keinen Übertrag. 1 plus 1 macht eine 0 und es gibt einen Übertrag von 1. Das heißt, hier kommt die 0 und hier kommt der Übertrag von einer 1. Jetzt bei der nächsten Zahl, bei der nächsten Stelle haben wir bereits 2, 1 und eine 0. 1 und 1, wissen wir bereits, macht eine 0 mit Übertrag 1, also 0 und wieder ein Übertrag von einer 1. Dann haben wir in der nächsten Stelle 1, 0 plus 0, das macht eine ganz einfache 1 ohne Übertrag und 1 plus 0 ist wieder eine 1. Und das wäre das Ergebnis von unserer Addition von diesen zwei Zahlen. Damit wir diese Rechnung auch überprüfen, werden wir jetzt diese binären Zahlen erstmal in Dezimal umwandeln und in Dezimal unsere Rechnung wie gewohnt vornehmen. Welche Zahlen repräsentieren was? Das werde ich hier dazu schreiben, damit wir es auch nicht vergessen. Wo haben wir Platz? Das wäre hier die 0, das wäre die 2, 4, 8 und 16er Stelle. Also, wenn ich jetzt die 0 wäre eine 0, 1 plus mal 2 ist 2 plus 4, die 8 ist eine 0, also überspringen wir und 1 mal 16 ist eine 16, 2 plus 4 macht 6 plus 16 macht 22. Hier ist es noch einfacher, 1 plus 2 macht eine 3, 1 plus 2 macht eine 3. Wenn wir die beiden hier addieren, bekommen wir eine 25. Und wäre jetzt natürlich interessant zu sehen, ob die Zahl, die wir hier in Binär ausgerechnet haben, in der Addition, auch tatsächlich in Dezimal eine 25 wäre. Das machen wir jetzt schnell. Das wäre eine 1 plus 0 mal 2 plus 0 mal 4 plus 1 mal 8 plus 1 mal 16. 8 plus 16 macht 24 plus 1 macht genau 25. Und die zwei sind gleich und damit haben wir auch bewiesen, dass es genau das gleiche ist.